Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Heute geht es um Android 4.0. Wir schauen uns Android 4.0 auf dem Samsung Galaxy Nexus an. Das Samsung Galaxy Nexus ist ja das offizielle Google Phone mit der Pure Google Experience, das erste Telefon mit Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Und wir vergleichen das mit dem HTC Sensation. Darauf habe ich auch Android 4.0. Kurz vor Weihnachten wurde nämlich eine Version, welche aus den HTC Labs kommt, also von HTC selber, dem Dev-Team zugespielt. Und ich habe mir das hier mal installiert. Und da können wir mal vergleichen, wie sieht das Original Android 4.0 aus und was macht HTC daraus. HTC hat ja versprochen, dass für die aktuelleren Smartphones, unter anderem natürlich auch für dieses HTC Sensation, für die wird Android 4.0 erhältlich sein, irgendwann im Frühling. Da hat sich HTC bis jetzt noch nicht drauf auf einen Termin festgelegt. Ihr seht, jetzt startet hier mal das Samsung Galaxy Nexus, während ich hier mal lange auf den Knopf drücke, damit auch das HTC dann mal irgendwann startet. So, das dauert manchmal ein bisschen lange. So, und HTC hat ja versprochen, dass Android 4.0 als Update kommen wird. Aber wie gesagt, so, jetzt geht's los. Ihr seht, da haben wir noch eine schöne Boot-Animation vom Dev-Team, die das da gemacht haben. Und dann irgendwann, zack, sind wir auch schon hier. So, also, ich fasse nochmal zusammen. Wir vergleichen Android 4.0 auf dem Galaxy Nexus und Android 4.0 auf dem HTC Sensation. Das ist eine sehr frühe Version natürlich, da können wir noch nicht unbedingt, geschwindigkeitstechnisch ist das noch nicht auf dem letzten möglichen Stand, aber ihr werdet es nachher sehen, es läuft schon sehr rund, es läuft eigentlich schon ganz hervorragend. HTC Sense ist auch drauf in der Version 3.5, ganz aktuell, und man kann eigentlich schon sagen, dass das dann die Version sein wird, die ist schon feature-komplett, also da funktioniert alles schon drauf, und das wird dann die Version sein, die auch die HTC-Geräte bekommen im Frühling. Ende Quartal 1, Anfang Quartal 2. Und wir machen heute mal einen Vergleich. Okay, also ihr seht mal erst der Lockscreen, das ist klar. Da haben wir hier durch Sense haben wir hier natürlich diese Möglichkeit dieser Buttons hier, wo wir das dann reinziehen können, Kamera oder Telefon oder eben hier auch die Ordner, die es jetzt natürlich neu gibt bei Android 4.0. Und hier beim Google Phone haben wir das natürlich auch, beziehungsweise ich gebe mal da kurz mein PIN ein, Moment, so, damit wir da auch noch oben sind. Beim HTC habe ich den PIN deaktiviert. Vielleicht ganz kurz, wie habe ich das gemacht? Es ist keine Hexerei, man kann das Android 4.0, das ist 4.01, hier drauf kann man sich beim Dev-Team runterladen. Man muss natürlich vorher das HTC routen und den Bootloader entsperren, damit man das dann auch installieren kann. Ich habe das alles auf eifrig.ch auf meinem Blog beschrieben, wie das geht. Ist keine große Hexerei, hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Man kann vorher sein bestehendes System backuppen, also wenn man will, kann man dann jederzeit wieder zurück. Von dem her ist das Ganze relativ risikolos. So, also, schauen wir uns das mal an, hier nebeneinander. Ihr seht, ich habe hier die beiden Screens, die furchtbar, so, ist ein bisschen besser, die spiegeln halt ein bisschen, weil meine Lichtquelle von hinten kommt. Ja, grundsätzlich, ich habe hier natürlich die Möglichkeit, Ordner anzulegen. Ihr seht das hier, habe ich hier natürlich auch. Habe ich einen Musikordner zum Beispiel oder ich habe mir hier einen Synology-Ordner gemacht, wo ich so ein paar Synology-Tools drin habe oder Cloud. Ich habe hier die verschiedenen Screens, mit denen ich hin und her, das sind, um genau zu sein, 5, habe ich hier natürlich auch, kann ich da rum switchen, hier sind es einfach 7, so, und ihr seht da auch schon mal, das ist eigentlich das gleiche, nennt sich Friends Stream, ist ein Teil von HTC Sense, da habe ich quasi Twitter und Facebook zusammen in einem Stream, wer das möchte, kann das haben. Dann das schöne Wetter-Widget, gefällt mir persönlich ausgezeichnet. Ich mag eigentlich HTC Sense, ich fand das schon immer recht cool. Muss aber auch sagen, dass vor der Version 4.0 fand ich, hat Sense wirklich Sinn gemacht, weil es das Android so vom Look and Feel her ziemlich aufpeppt. Es gibt viele, die das hassen. Klar, für die ist dann ein Google Nexus Phone eigentlich das Ideale, weil man das da nicht drauf hat. Man kann natürlich irgendwelche Launcher installieren, die das alles auch können. Aber mir gefiel das immer ganz gut. Aber ich muss auch sagen, seit Android 4.0, das wir hier drauf haben,
Hat Android gerade so was Stylische und was das Look and Feel, aber auch die Bedienung macht, einen riesigen Sprung vorwärts gemacht. Ich habe ja noch ein eigenes Video, wo ich dieses Samsung Google Nexus, Galaxy Nexus Phone teste. Habe ich ja auch auf meinem YouTube-Stream. Und gefällt mir sehr gut. Also von dem her stellt sich da natürlich schon die Frage, muss es noch ein, brauchen wir das überhaupt noch, so ein HTC Sense-Zeug? Dann vielleicht zuerst mal gucken wir uns die Version an, beziehungsweise ich mache das anders, ich gehe hier drauf, ihr werdet dann auch gleich mal was merken, beziehungsweise von den Tasten. Ihr seht jetzt natürlich hier, das ist ja ein 1 GHz Dual-Core Prozessor, 768 MB RAM. Hier haben wir ein 1,2 GHz Dual-Core mit 1 GB RAM und im Moment natürlich diese Alpha-Version, die da drauf ist, die ist noch nicht Speed-Optimized. Das heißt, das ist zum Teil noch ein bisschen langsam. Aber ich muss sagen, ich habe es jetzt 2 Tage drauf, habe ausführlich damit gespielt, habe das Ding einen Tag bei mir gehabt als mein Hauptphone. Funktioniert hervorragend, hatte praktisch keine Abstürze. Wie gesagt, manchmal ein bisschen langsam, aber im Großen und Ganzen kann man absolut damit arbeiten. So, jetzt gehen wir mal auf Telefoninfo, damit ihr euch das anschauen könnt, was da überhaupt drauf ist. Ich gehe da ein bisschen näher ran. So, ich hoffe, man kann es sehen. Da seht ihr Android Version 4.01, HTC Sense 3.5, RCMX ICE V1.2, das ist schon die dritte Version, die es gibt vom Dev-Team. Wenn wir da nach unten gehen, da seht ihr da oben Baseband und Bildnummer und Browser und so weiter, die Kernel-Version, also das ist alles relativ aktuell. Das Dev-Team tut auch immer wieder das aktualisieren, das eine oder andere rausschmeißen, das ein bisschen schneller machen. Die erste Version war ein bisschen langsamer, die Mitte Dezember rauskam, die ist schon ein bisschen schneller und läuft, wie gesagt, eigentlich ganz komplett. Und hier haben wir natürlich auch, ich gehe wieder auf Einstellungen, ich gehe da nach unten, Telefon, über dieses Telefon. Ihr seht, da ist schon Android 4.02 drauf, 308er Kernel, Bildversion und ja, also ihr seht, das ist ganz aktuell. Aktuell ist ja 4.03, das irgendwann dieser Tage mal released werden sollte für das Galaxy Nexus. Ist aber im Moment noch nicht. Ihr seht, letzte Überprüfung vorhin gerade beim Aufstarten. Also ist im Moment hier noch nicht drauf. So, okay. Dann, was kann ich euch noch zeigen? Am auffallendsten ist natürlich, dass Android 4.0 braucht ihr eigentlich keine Hardware-Tasten mehr. Ihr seht das hier bei diesem Telefon. Ihr seht das, wenn ich das zum Beispiel, mein Browser auf. Wenn ich den jetzt zum Beispiel mal umdrehe, dann switcht das und dann tun hier entsprechend diese zurück. Die Home-Taste und der Task-Switcher eigentlich switchen dann eben logischerweise mit, weil es keine Hardware-Tasten sind. Jetzt ist es natürlich so, ich mache mal noch ein paar andere Dinge auf extra, damit da ein bisschen was läuft, damit wir nachher mal gucken können, wie sich das dann auch im Task-Switcher darstellt. Das ist der Android Market hier drauf, Facebook, Twitter, die Telefon-App natürlich. So, sehr abgespeckt, sieht eigentlich ganz klasse aus, fast ein bisschen Windows Phone 7 mäßig, mein E-Mail. So, beim HTC Sensation ist natürlich so, als ursprünglich entwickeltes 2.3er Phone habe ich da natürlich Hardware-Tasten. Ihr seht hier die klassischen Home, die quasi Einstellungstaste bzw. die Menütaste, die Zurücktaste und die Suchentaste, die ich hier eben in diesem Sinne nicht mehr habe. Jetzt musste sich da natürlich HTC was einfallen lassen. Ihr seht immer noch, wenn ich einmal draufklicke auf den Homescreen, wenn ich auf dem Homescreen bin, dann zeigt er mir dann da quasi alle Screens, die ich dann da entsprechend auswählen kann. Wie komme ich in Task Switcher? Der hat ja hier bei Android 4.0, beim Original sage ich jetzt mal, hat er eine eigene Taste, wie das schon bei Android Honeycomb für die Tablets der Fall war, wo ich dann hier auswählen kann, was ich will. Zum Beispiel, ich will wieder den Browser, zack. Oder eben, wo ich einfach mit einem Wischen nach rechts schließe ich die App. Seht ihr, jetzt ist die zu. Hier kann ich das natürlich auch machen, aber es funktioniert ein bisschen anders, weil ich keine Taste habe. Ich drücke einfach lange auf die Home-Taste und dann kriege ich das hier auch. Jetzt mache ich hier natürlich mal das Gleiche. Ich mache ein bisschen was auf. Mal Internet auf. Ihr seht, wie gesagt, ein ganz kleiner Lack ist da. Dann gehe ich da mal auf meine Telefon. Applikation, zack, die ist jetzt auch hier. So, und jetzt wie gesagt, ich bleibe lang hier drauf, zack. Jetzt habe ich hier eigentlich genau das Gleiche und wenn ich jetzt zum Beispiel die Suche nicht mehr will, zack, schiebe ich die einfach raus und schließe sie. Also ihr seht, das ist Android 4.0 hier drauf, aber halt angepasst an die Tasten, die ich natürlich bei den bestehenden Telefonen noch habe.
Die neuen Smartphones, die schon out of the box mit Android 4.0 kommen, werden ziemlich sicher keine Tasten mehr haben, sondern die werden so aussehen wie das Galaxy Nexus, dass das nur noch Software-Tasten sind, die wir hier drauf haben. Okay, gut, dann mal das Programmmenü. Mache ich hier unten alle Apps. Das ist ein bisschen anders, wie ihr seht. Wir haben hier beim Pure Android, ich sage dem jetzt mal so, haben wir einfach diesen schönen Effekt. Das kommt da von hinten nach vorne. Ich kann da durchswitchen alle meine Apps, die ich da drauf habe. Und dann kann ich quasi noch, habe ich hier noch meine Widgets, die ich auswählen kann. Und mit den Widgets kann ich dann entsprechend irgendwas installieren oder direkt in den Market springen. Beim HTC ist das ein bisschen anders. Zack. So, ihr habt hier einfach eure Apps, die eigentlich wie vorher von oben nach unten scrollen. Seht ihr da? Und dann habe ich hier häufige Apps zum Beispiel. Das sind die meist benutzten. Und da drüben habe ich heruntergeladen. Das sind die, die ich selber installiert habe, die nicht quasi schon dabei waren. Und wenn ich jetzt ein Widget oder etwas installieren möchte, habe ich da verschiedene Möglichkeiten, wie früher. Ich gehe hier auf die Taste und sage Personalisieren. Und dann kann ich hier natürlich Widgets, Apps, Verknüpfungen zufügen. Ich kann hier die Anzeige konfigurieren, wo ich unter anderem auch die Display-Sperren-Verknüpfungen machen kann. Es sind ja immer die, die ich hier unten habe, also quasi bei meinem Fall jetzt hier Phone, der Ordner, den ich Google gesagt habe, mit so Google-Tools drin und dann hier drüben Social, da sind so meine Social-Network-Apps drin und dann die Kamera. Das heißt, den habe ich auch hier auf dem Lockscreen. Wenn ich das starte, seht ihr Telefon, Google, Social und Kamera. Plus noch das Wetter, das kann man auswählen. Also wie gesagt, das kann ich hier machen unter Personalisieren. Das ist eigentlich gleich, wie es vorher schon war. Unter Anzeige kann ich jetzt hier sagen Display-Sperrenstil und habe da eigentlich die gleichen Möglichkeiten. Ihr seht, Wetter ist jetzt bei mir ausgewählt. Man könnte noch eine Uhr einblenden und so weiter. Das ist eigentlich HTC Sense, wie wir es schon vorher kennen. Ich kann aber auch direkt auf den Screen lange draufbleiben und komme dann so direkt rein. Ihr seht, ich tappe einmal auf den Screen und habe jetzt auch wieder die Möglichkeit, zum Beispiel Apps oder eben vor allem Widgets auszuwählen. Habe da eigentlich alle HTC Widgets drauf. Das sind die HTC Sense Widgets. Habe auch den HTC, wo ist er? Den HTC Hub, wo ich mir noch zusätzliche Widgets und so weiter installieren könnte und das dann auch noch auswählen kann. Also ihr seht, das ist nicht anders, als wir das schon bei Phones mit Android 2.3 irgendwas haben. Also da hat sich eigentlich demzufolge nicht allzu viel geändert. Ziemlich cool finde ich, und das finde ich, das läuft hier eigentlich auch schon ganz knackig drauf, ist halt diese Auswahl. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Kamera ja in den Ring ziehe, das war vorher auch schon so, dann startet dann direkt die Kamera-App. So, zack, die wir uns jetzt hier anschauen können. Ich hoffe, man sieht es. Die ist deutlich schöner geworden. Die ist eigentlich cooler geworden. Einerseits kann ich hier den Modus umschalten, also Vorderseite oder Rückseite. Das HTC Sensation hat ja schon, hat ja schon beide zwei Kameras drin, Foto oder Video. Dann kann ich hier noch die Einstellungen aufrufen. Ich kann noch zoomen. Ihr seht, das macht er jetzt selber eigentlich. Und kann dann hier entsprechend noch diverse, das ist eine 8-Megapixel-Kamera, und kann dann hier noch diverse Einstellungen vornehmen, direkt in der Kamera-App. Und ich kann eben auch diese Szenen hier auswählen. Ihr seht, da hat es verschiedene HDR, zum Beispiel hintergrundbeleuchtete HDR und so weiter. Das ist hier eigentlich schon alles integriert. Und wenn wir jetzt mal die Kamera, wenn wir gleich bei der Kamera sind, wenn wir uns das hier mal anschauen, wie die denn hier aussieht, kann man übrigens auch direkt hier auslösen, indem ich nämlich einfach das hier rüberschiebe und dann zack, so, here we are. Das ist jetzt die Google-Kamera, wo man natürlich jetzt hier, der ist jetzt schon auf Breitbild gesprungen. Ich mache das jetzt gleich nochmal. Sorry. So, hier, zack, darüber bitte. Ich hätte nochmal gern die Kamera. So, voilà. Also, jetzt haben wir hier Kamera. Und was wir hier ja haben, ist diesen kniekigen, coolen Panorama-Modus, wo ich quasi einmal einfach rumziehe und dann macht er mir daraus eine Panorama-Aufnahme. Was ihr auch seht hier, ist, dass wir hier unten diese drei kleinen Tasten haben. Die sind jetzt hier nur als Knöpfe ausgeführt, sind aber natürlich entsprechend genau den Tasten Task Switcher, Home und Zurück. Also die werden dann einfach ausgeblendet und sind nur noch als Punkte da, sind aber von dem her gesehen eigentlich dann immer vorhanden. So, also jetzt gehe ich mal wieder auf Kamera hier, auf ganz normalen Modus. So, Kameramodus bitte. So, zack. Und hier kann ich natürlich auch, habe ich auch die Szenen. Ihr seht das hier. Ist also genau gleich, haben wir nur vier, das andere hat ein bisschen mehr.
den Ort, die Bildgröße. Das ist halt nur eine 5-Megapixel-Kamera beim Samsung Galaxy Nexus. Der einzige Nachteil eigentlich, auch ein bisschen unverständlich, weil das Samsung Galaxy S2, was ja schon seit Sommer erhältlich ist, hat eine 8-Megapixel-Kamera. Ich weiß nicht genau, warum man die nicht hier auch noch eingebaut hat. Anyway, den Weißabgleich, Kamera, den Blitz, was er damit machen soll. Und dann hier eben kann man natürlich, wenn man das möchte, noch zoomen. Ist ein Digital-Zoom drin. Das bringt nicht so wahnsinnig viel, macht auch nicht so viel Spaß, aber ich kann auch hier wieder die Kamera drehen. Und dann seht ihr mich hier mit meiner Kamera, mit meiner Videokamera, wie ich das jetzt hier im Hintergrund aufnehme. Schalten wir mal wieder um. So, hier auf mein Logo, da aufs Kamera. Also ihr seht, ist eigentlich grundsätzlich alles vorhanden. Auch hier natürlich, sieht aber hier halt ein bisschen anders aus, als das vorher der Fall war. Gut, jetzt wollte ich euch noch zeigen, was passiert, wenn man so einen Ordner, den es ja erst seit Android 4.0 gibt, wenn man den jetzt hier in diesen Ring zieht, dann nimmt man einfach den Ordner, zieht den hier in den Ring und dann macht er den einfach gleich auf. Also ihr seht, da ist dann wird dann nicht direkt eine App ausgewählt, sondern er macht einfach den Ordner auf. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich hätte jetzt gern Twitter und dann startet es mir die Twitter-App. So, zack, ihr seht, here we are. Also, ihr seht, grundsätzlich funktioniert schon sehr gut, auch beim Rumswitchen, also dieser 3D-Effekt, dieser kleine, den es da hat, das ist eigentlich alles schon da, funktioniert schon mal ganz gut. Mal kurz noch das Mini-Info aufmachen, da seht ihr, wie das so ungefähr aussieht mit dem Speicher. Hier unten seht ihr eben das RAM, dass wir da 768 Mega RAM haben, kein Giga drin. Die CPU, die jetzt da ziemlich raffelt. Ja, also das läuft eigentlich schon sehr gut. Ich frage mich, warum HTC noch bis im Frühling, was die bis im April noch machen, weil eigentlich das hier schon, ja, schon gar nicht schlecht. Also es funktioniert eigentlich nicht schlecht. Die Akkukapazität ist noch nicht sehr berauschend. Das sind ungefähr 20, ja wahrscheinlich 25% weniger, den man da hat. Also da gibt es sicher noch was zu optimieren, bei der Geschwindigkeit grundsätzlich auch. Aber eigentlich im Großen und Ganzen läuft das ganz gut und ich finde auch eigentlich, dass HTC Sense sich relativ gut hier einbringt, ohne jetzt gleich die komplette Android-Experience zu zerstören, wie das vorher manchmal der Fall war. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass HTC Sense ist nicht wirklich groß anders. Also da ist nicht wahnsinnig viel anders jetzt, weil das hier auf einer Version 4 läuft, als das vorher war bei HTC. Also man kriegt halt HTC Sense, wie man es kennt. Von dem her gesehen, ja, ist das natürlich immer noch eine persönliche Frage, aber ich denke, wir sehen doch schon mal, wo der Weg hingeht. Alle die ein upgrade-fähiges HTC-Phone haben, das sind sicher mal die Dual-Core-Smartphones, die letztes Jahr rauskamen, die können sich schon mal freuen auf diese Version. Wie gesagt, die wird irgendwann mal im Frühling rauskommen, wann ist noch nicht ganz klar. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr die auch schon jetzt installieren. Ausführliche Anleitung gibt es bei eifrig.ch. Und ja, ich würde sagen, das war mal dieser Vergleich zwischen den beiden Android-Versionen. Android 4.01, Android 4.02, also eigentlich das gleiche. Hier aber auf dem Samsung Galaxy Nexus als Pure Google, das heißt ohne irgendwelche drüber gebastelten Skins. Und hier als HTC Sense, wie sich das HTC vorstellt. Also so kann man davon ausgehen, wird man Android 4.0 kriegen, wenn man sein HTC Phone im Frühling dann updatet. Bin ganz zufrieden damit. Mir fehlen keine Features, die ich jetzt hier habe, die ich da noch nicht habe. Funktioniert eigentlich alles schon sehr gut. Läuft auch schon recht zackig, recht flüssig. Hat ein paar coole Features drin, die halt hier fehlen vom Sense her. Also zum Beispiel der Effekt, die Auswahl da, das finde ich ganz klasse. Oder halt auch dieses Customizable Screen hier, der Lockscreen. Das muss ich sagen, ist etwas, was mir wirklich gut gefällt. Gibt es hier auch, aber ist nicht ganz so, wie soll man sagen, noch nicht so ganz ausgereift, beziehungsweise nicht ganz so mächtig. Aber auf der anderen Seite, klar, hier kann man natürlich Launchers irgendwas installieren drauf, wo man das auch kriegt. Hier hat man es halt schon dabei. Also, die Entscheidung wird sein, wenn ich schon so ein Phone habe, gibt es sicher keinen Grund, nur wegen dem jetzt so eins zu kaufen hier. Mal abgesehen davon, dass man eben, wie gesagt, Android 4.0 hier auf dem Galaxy Nexus schon kaufen kann und hier halt, ja, man kann es kriegen, aber es ist noch nicht die ganz, ist natürlich noch nicht die Final Version, die kommt erst im Frühling raus. Aber wer schon ein HTC Sensation zum Beispiel hat und mit dem zufrieden ist, hat ja auch eine relativ hohe Bildschirmauflösung. Nicht ganz so hoch wie dieses hier, aber doch auch irgendwann 900 irgendwas. Und das hier ist ja 1280 Auflösung. Also hier eigentlich auch schon sehr eine schöne Auflösung, überhaupt ein sehr schönes Phone. Mir gefällt es nach wie vor sehr durch dieses Alu-Uni-Body. Es fühlt sich wertiger an als das.
Also der kann sich eigentlich freuen auf das Update. Und wer aber die Pure Google Experience, das heißt letztendlich auch, wer immer alle Updates sofort haben möchte, der kommt natürlich um dieses Telefon hier im Moment nicht drum rum. Weitere Informationen findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Das war Jean-Claude Frick für eifrig.ch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.